Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute ist mein Geburtstag und darum gibt es mal wieder eine Spezialfolge. Ich habe in den letzten Jahren an meinem Geburtstag immer eine Folge aufgenommen, immer ein bisschen um andere Sachen geredet. Im letzten Jahr hat die Folge geheißen, wie ich in einem Jahr zum digitalen Nomaden wurde. Und ja, und zwar ist das so gewesen, dass wir im letzten Jahr oder vor einem Jahr sind wir gerade kurz vorher digitale Nomaden wurden. Wir sind dort schon 6 Wochen knapp in Sizilien gewesen. Und das 32. Lebensjahr, das jetzt vorbei ist, heute bin ich 32, ist ein bisschen in dem Zeichen auch gestanden. Wir sind in Sizilien, in Madeira gewesen. Wir sind mit dem Wohnwagen Frankreich, Spanien, Portugal und wieder retour gefahren. Sind dort 3 Monate unterwegs gewesen. Wir sind nachher nochmal mehrere Wochen in Italien gewesen. Ein mega, mega spannendes Jahr gewesen, mit brutal viel Eindrücken, extrem viel erlebt. Aber auf das gehen wir heute nicht ein, sondern da kommt am 26. Dezember dann ein Folge dazu, wo wir ein bisschen so auf die Reise, auf unser aktuelles Leben, wie es im Moment aussieht, was die Zukunft bringt, eingehen. Darum, heute geht es ein bisschen um etwas anderes. Heute möchte ich nämlich etwas thematisieren. Es geht um die Zeit, wie lange wir noch haben zum Leben. Dazu aber später. Ich glaube, es ist ein mega wichtiges Thema. Bevor wir aber so richtig reinstarten, möchte ich dir zu meinem Geburtstag mal ganz herzlich Danke sagen. Merci vielmals, dass du regelmäßig zuhörst, dass du auch die Folge hörst, dass du ein Teil von dem Podcast bist. Ohne Zuhörerinnen und Zuhörer würde es nicht gehen. Es ist unglaublich, was ich jetzt, gerade es ist so wieder Spotify-Jahresrückblick-Zeit, für Screenshots zugeschickt bekommen habe von Leuten, die 2700 Minuten, also irgendwie 40 Stunden, der Macht ist Ding Podcast gelost haben im letzten Jahr. Und das fühlt sich nach wie vor surreal an, wenn ich irgendwie, ja, da mitbekomme oder sehe, wie grossen Anteil ich am Leben von diesen Leuten habe. Ich meine, das ist eine ganze Arbeitswoche, wo sie eigentlich nur mir zugelost haben. Crazy. Oder wo du vielleicht dazu hörst, mir zugelost hast. Hey, merci vielmals, dass du dabei bleibst. Ich freue mich mega, wenn ich dich kann inspirieren und motivieren, dein eigenes Ding zu starten. Und da möchte ich einfach zu meinem Geburtstag mal Danke sagen. Und wenn du regelmäßig zulässt, dann habe ich heute eine Bitte an dich. Vielleicht willst du mir ja ein kleines Geburtstagsgeschenk machen. Und da habe ich 4 Sachen, die ich dir jetzt vorschlage. Je mehr, desto besser. Es ist manchmal einfach so, wo ich mich mega darüber würde freuen, wenn du heute an meinem Geburtstag mich würdest unterstützen, den Kanal würdest unterstützen, dass wir noch mehr können wachsen können, dass wir noch spannendere und coolere Podcast-Folgen können aufnehmen. Und für das habe ich 4 Sachen mir überlegt, die du für mich könntest machen. Das erste ist ganz einfach. Folge, mach dein Ding, folge meinen Kanal überall, wo es sie gibt. Das heisst, auf YouTube, auf Spotify, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok. Wenn du auf diesen Plattformen aktiv bist, dann geh doch auf allen Plattformen, wo du jetzt gehört hast, wo du aktiv bist, kurz mach dein Ding suchen und du mir dort folgen. Das hilft mir extrem. Das zweite ist vor allem Spotify und Apple Podcasts. Wenn du regelmäßig zulässt und den Podcast immer noch nicht bewertet hast, dann gang bitte jetzt mir eine 5-Sterne-Bewertung geben. Bei Apple Podcast kannst du noch eine kurze Rezension schreiben, ein paar Worte. Das hilft mir mega. Das hilft mir für Werbepartner zu suchen, aber auch sonst Rezensionen, für die Sichtbarkeit zu erhöhen. Das wäre das Zweite, was du für mich könntest machen. Das Dritte wäre, träg dich in mein Newsletter ein. Wenn ich deine E-Mail-Adresse habe und ich frage nur deine E-Mail-Adresse ab, dann kann ich dir ein Mail schreiben. Ich habe das in der letzten Zeit mega selten gemacht. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr ein Mail verschickt oder so. Aber ich habe deine E-Mail-Adresse und ich könnte mich über den Weg an dich melden, falls beispielsweise jetzt LinkedIn, wo im Moment meine Hauptplattform ist, mich abstraft, meine Beiträge nicht mehr ausspielt, mein Profil sperrt, aus welchem Grund auch immer. Alles schon passiert bei Kollegen, Podcast-Kollegen oder so Content-Creator-Kollegen. Und darum möchte ich langsam anfangen, meine Newsletter ein bisschen zu fokussieren, dass ich deine Daten direkt habe, dass ich in so einem Fall dir weiterhin könnte den Inhalt schicken und du die weiterhin könntest hören. Darum würde ich mich mega freuen, wenn du dich in die Newsletter einträgst. Du findest sie natürlich verlinkt unterhalb von der Podcast-Folge in den Shownotes, wenn du auf YouTube schaust, aber einfach unterhalb vom Video. Und als viertes und allerwichtigstes,
allerwichtigstes. Du den Podcast, deine Lieblingsfolge, die dir jetzt als erstes in den Kopf kommt, wenn du denkst, hey, welches ist meine Lieblingsfolge gewesen, schick dir an mindestens 3 Kolleginnen und Kollegen weiter, damit der Podcast kann weiter wachsen, damit die Podcast-Folge ebenfalls können hören, sich können inspirieren lassen, und du ihnen so kannst helfen, vielleicht ein besseres Leben zu leben in Zukunft und mir natürlich kannst helfen, dass der Podcast wächst. Also die 4 Sachen, überall abonnieren, bewerten, Newsletter anmelden und deine Lieblingsfolge an mindestens 3 Kolleginnen und Kollegen weiterschicken. Wenn du das für mich heute könntest machen, an meinem Geburtstag, wäre das das grösste Geschenk. Ich habe sonst alles, ich möchte nicht mehr. Danke viel, viel mal. Und jetzt kommen wir aber direkt zu der Folge, um was es heute geht. Vorweg, es geht um Zeit. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich das sehr, sehr positiv sehe und nicht negativ. Also ich möchte jetzt nicht irgendwie dich dir da Angst machen oder irgendwas, sondern ich möchte probieren, dir natürlich mit meinen Worten jetzt auch so ein bisschen rauszukitzeln, dass du mal startest, dass du dich vielleicht mal getraust, etwas zu machen. Und im Grundsatz, dass du dir einfach deiner Zeit bewusster wirst. Weil Zeit ist unser wertvollster Gut. Natürlich Zeit und Gesundheit, aber heute geht es um Zeit. Und da habe ich einmal so Statistiken angeschaut zu der Lebenserwartung. Es gibt verschiedene Statistiken, habe ich jetzt an die vom Bund gehalten. Und die besagt, dass ein 30-jähriger Mann im Jahr 2022 noch eine Lebenserwartung von 52,4 Jahren vor sich hat. Ich habe es so gerechnet, ich bin jetzt 32, das heisst, ich habe noch 50,4 Jahre vor mir. Jahre sind für mich aber ein bisschen abstrakt, ich kann nicht so viel anfangen mit Jahren, sie sind wie zu lang, für das, dass es für mich spürbar ist. Das gleiche gilt für mich aber auch für Wochen. Wochen sind irgendwo zu kurz, das sind dann wie zu viel und man verliert den Überblick, so geht es mir. Und ich habe mit mir so ausgerechnet das Ganze auch gemerkt, hey, Monate sind eigentlich etwas, wo ich mega viel damit anfangen kann. Ein Monat ist greifbar, 4 Wochen. Es kann mega viel gehen in einem Monat und trotzdem gehen durch die Monate manchmal viel, viel, viel zu schnell vorbei. Ich habe mir jetzt ausgerechnet, in meinem Leben habe ich schon 384 Monate hinter mir. Mit 32. Und vor mir, wenn ich die Statistik von vorher anschaue, habe ich noch genau 604,8 Monate, wenn ich so genau das Durchschnittsalter erreiche, wo mit meinem Alter, mit meinem Jahrgang realistisch ist. 604,8 Monate. Okay. Auf der einen Seite klingt das nach viel. Auf der anderen Seite macht mir die Zahl bewusst, dass es eben gleich auch wenig ist. Und eben stell dir vor, wie schnell manchmal ein Monat vorbeigeht und zack, ist wieder nichts passiert und ich habe wieder nichts geändert. Stell dir mal vor, wie viele Monate du vielleicht schon etwas umstudierst, deinen Traum zu verwirklichen, etwas zu ändern, etwas endlich anzugehen. Vielleicht, hoffentlich, wenn du zulässt, dein eigenes Ding zu machen. Oder bei deinem eigenen Ding ein neues Projekt zu starten. Wie viele Monate hast du das schon im Kopf und hast es noch nicht umgesetzt? Wenn wir jetzt von diesen 604,8 Monaten, die es bei mir gerade noch sind, mal noch so die letzten 5 Jahre abziehen, weil einfach, das wisst ihr dann irgendwie von 77 bis 82, die Lebensqualität aufgrund von der Gesundheit tendenziell abnimmt, bleiben mir noch 544,8 Monate. Wo realistisch ist, dass ich meine Träume und meine Ziele kann verwirklichen kann, dass ich mir die Erinnerungen, die ich gerne will, aufbauen kann. Und die Zahl wird nicht grösser. Die Zahl kann ich nicht beeinflussen. Okay, es gibt im Moment viele Startups, die Langlebigkeit, Longevity machen oder forschen und probieren, uns länger gesund zu halten oder auch länger am Leben zu halten. Und hey, ich bin absolut überzeugt, mit meinem Hauptbusiness im Fitnessclub, im Sportcenter Lückeren, machen wir das, dass wir die Leute natürlich einerseits, dass die gezielt und regelmäßig individuell trainieren und natürlich auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung haben, dass wir die Zeit, wo wir eine höhere Lebensqualität massiv verlängern können und hoffentlich auch unsere gesamte Lebensdauer ein bisschen verlängern können. Aber um das soll es heute nicht gehen. Sondern heute geht es nicht um Gesundheit, sondern heute geht es einfach nur um den Faktor Zeit. Das heisst, die Zeit ist nicht ausdehnbar. Ich habe noch 544 Monate, wo ich meine Ziele umsetzen kann. Und es macht zack und es ist wieder ein Monat vorbei,
dann sind es noch 543. Und egal, was ich mache, die Zeit bleibt gleich. Die nimmt nur ab. Das heisst, ich habe am Anfang gesagt, ich mache das positiv gesehen. Ich will da nicht das negativ sehen. Aber rechne das mal für dich selber aus. Das Leben ist endlich. Und genau die Endlichkeit gibt doch der Zeit auch den grossen Wert. Genau darum ist die Zeit unser wichtigste Gut. Und falls du immer noch überlegst, deinen Traum umzusetzen, dein Ding zu starten, vielleicht deinen Job zu künden, was es auch immer soll sein, dann bist du dir einfach bewusst, auf dem Konto, das kannst du dir einfach ausrechnen, geh schauen, wie deine durchschnittliche Lebenserwartung ist, denn wenn du geboren worden bist, wie viele Jahre du noch hast, mal 12, dann hast du die Anzahl Monate, die du noch vor dir hast. Bist du dir bewusst, jeden Monat, wo du wartest, ist einfach ein Monat weniger auf dem Konto. Und es geht nicht weg. Es wird nicht mehr dazukommen, es geht nur weg. Und ich möchte mit dieser Podcast-Folge heute erreichen, dass du dir das bewusst bist. Und dass du vielleicht einmal einen anderen Blick auf das siehst, indem wir nicht einfach über Jahre reden, sondern über Monate. Und dass du siehst, dass jeden Monat etwas weggeht und unwiederbringlich vorbei ist. Und dass du nur ein Leben hast. Und darum möchte ich es positiv formulieren, dass schau, wie viel du noch hast und dann komm ins Tun. Nimm dein Leben in die Hand. Übernimm die Verantwortung für deine Zeit. Nur du hast es in der Hand. Nur du kannst es ändern. Wenn du nicht änderst, wenn du deine Ziele nicht wirklich verfolgst, deine Träume nicht zur Wirklichkeit werden lässt, wenn du nicht anpassst und halt auch mal ins Risiko gehst und sagst, ich will jetzt einfach etwas Neues, ich will etwas ändern, dann macht es niemand. Und dann geht einfach Monat für Monat immer wieder ein Monat von dem Konto, von dem restlichen Lebenszeitkonto weg. Und vielleicht hast du es nie gemacht. Und irgendwann wirst du es bereuen, dass du es nicht gemacht hast. Und mit dem möchte ich die heutige Podcast auch bereits schliessen. Kurz und knackig. Ich wünsche dir, dass dir und mir die besten Monate von unserem Leben noch vor uns liegen. Wir haben es jeweils ganz allein selber in der Hand, ob wir sie zu dem machen oder nicht. Und darum, mach dein Ding.